Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Jo, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. So, gut, wir haben Hunger. Also der Rasimir hat Hunger. Wir müssen unbedingt was essen. Ich weiß gar nicht, warum die keine Kohlsuppe essen. Aber, ups, nee, kein rohes Fleisch, bitte. Die essen lieber das gebratene Fleisch. Das ist sehr komisch, aber weißt du was? Dann essen wir halt die Kohlsuppe. Dann ist das halt so. So. Die Holzschale ist fast hinüber. Das ist aber auch nicht schlimm. So, jetzt geht es uns auf alle Fälle wieder ein bisschen besser. Ich würde sagen, wir schnabulieren mal noch ein bisschen gebratenes Fleisch. Und dann bringen wir die Schüsseln zurück. Ja, und dann gucken wir mal, ne, dass wir so den letzten Tag mal noch irgendwie einigermaßen ausnutzen. Das funktioniert hier alles wunderbar, würde ich sagen, ne? Steinsichel, das ist auch gut. Ja. Man könnte natürlich die edlen Stiefel halt irgendwo so ein bisschen, ne? Interessant. Okay, also ich glaube, gegen Kälteschutz haben wir schon die besten Stiefel an, ne? So, ja. Mein Kirsch-Sämling, den nehmen wir jetzt mit, inklusive Tasche. Ich will den endlich pflanzen, dass der tatsächlich dann vielleicht mal schon im... Upsi. So. Mein Haus, mein Baum. Ja. Kirsch. Ja, hallo. Gut, das ist hier ein bisschen knapp, ne, mit dem Zaun, aber das geht. Solange hier jetzt kein Zaun hinkommt, kann man da ganz gut vorbeilaufen. Das ist schon in Ordnung, denke ich. Ansonsten müssen wir mal gucken, vielleicht reißen wir den einfach auch nochmal ab. Und machen das halt ein bisschen kürzer. Kann ich... Ja gut, aber es geht halt auch nicht näher, ne? Das ist so ein bisschen problematisch dann. Aber es ist alles gut. So, ja. Tag sinnvoll nutzen. Wir schnappen uns mal. Ich glaube, wir haben nicht genug Bretter fürs komplette Dach. Nee, haben wir nicht. So, pass mal auf. Jetzt machen wir die Bronzeschaufel, die Tasche. Machen wir da wieder hin. Die Stöcker, die wir gesammelt haben. Wunderbar. 67 wird nicht reichen. Ich glaube, wir brauchen 72 fürs Dach, ne? Ich würde jetzt aber das Haus dennoch fertig machen wollen. So. Genau. Dann können wir nämlich gucken. Wir brauchen ja auf alle Fälle noch jemanden. Ich würde sagen, wir gucken dann als erstes mal nach Denika rüber, sobald ich das Haus fertig habe. Ob wir jemanden davon überzeugen können, dass es bei uns echt schön ist. Dann gucken wir mal rüber nach, weiß ich nicht, entweder nach Rolnica oder nach Tutki oder so. Das ist nicht ganz so weit weg. Das kann man ganz gut erreichen. Genau. So. Es fehlen halt noch 5 Bretter. Genau. Und ein Haufen Steine und ein Haufen Rundhölzer. Okay. So. Steine und Rundhölzer. Ich würde sagen, machen wir erstmal die Steine. Die sind nämlich ein bisschen schwerer. Nee, ist gar nicht wahr. Ist Quatsch. Aber dennoch. 57. Wir können noch 8, 7, so. So. Genau, dann machen wir das hier nämlich erstmal noch. Ne, die Seite mit den Steinen haben wir schon fertig. Jetzt geht's. Sehr schön. So, die Seite noch. Ja, es ist schon krass, ne? Mit besseren Werkzeugen ist schon gleich viel besser. So, hier fehlen noch die Steine. So, dann fehlen bloß noch die Rundhölzer. Hier habe ich die Steine auch schon. Dann schnappen wir uns jetzt die Rundhölzer, machen die Bretter, die wir brauchen. Das sind ja Gott sei Dank nicht mehr ganz so viele, ne? Oh, ach, eine Bronzesense haben wir auch 3 Stück. Nee, das ist doch klasse. Dann sind wir für den Frühling auf alle Fälle schon mal richtig gut gerüstet.
Brennholz haben wir auch noch jede Menge. Boah, das hätte ich jetzt so ein bisschen aus den Augen verloren, ne? Ich glaube, das ist zu viel, ne? Obwohl, ne, 20 Kilo kann ich sogar noch mitnehmen. So. 5 Bretter. Jetzt müssen wir natürlich ein Stück weit da lang laufen. Und die Bretter mal eben erstmal fertig machen. So. Ups. Ja. Ich muss jetzt halt erstmal ein bisschen wenig machen, weil ich ja die Rundhölzer noch brauche fürs Haus, ne? Mhm. Jo. Jo. Okay. Alles klärchen, Bärchen. Dann flitzen wir mal darüber. Machen das. Oh nein, jetzt sag mir bitte nicht, dass da die 4 Steine noch fehlen. Doch. Okay. Eins hatten wir jetzt. 3 Stück noch. Stock. Über Stock und Stein. Genau. Davon brauchen wir noch 2 Stück. Über Stock und über Stein. Ich könnte es mir natürlich auch aus dem Ressourcenlager holen, aber warum? Die liegen hier ja normalerweise eigentlich überall. Man muss sie nur sehen. Jetzt bin ich über einen drüber gelatscht. Habt ihr gesehen? Da. So. Gut. Jetzt bin ich überladen. Na, toll. Eieieiei. Jusa. No. Los, Rasimir. Schlepp, was das Zeug hält. Ja. Also muss ich sagen, gefällt mir jetzt echt gut hier, ne? Die Ecke. Hätte ich gar nicht gedacht, aber wenn dann gegenüber dann noch die Schäfchen sind oder was, ne? Dann, ja, es ist gar nicht so schlecht. Apropos übrigens, was ich, so, was mir so ein bisschen im Kopf rumschwirrt, ist die Frage, wie ist es mit den Tieren? Macht es Sinn, die relativ früh zu holen? Und dann die Produkte über die Viecher, wollte ich schon sagen, zu verkaufen. Lohnt sich das? So, krass. Und zack, fertig. Geil. Hey, schaut mal, ist voll schön, ne? Sieht richtig cool aus. Wir können mal gucken, wir haben schon lange kein Thumbnail mehr gemacht. Ich gebe mir übrigens echt, ne, wieder ein bisschen mehr Mühe, was das angeht. So, gucke mal. Nee, so, ha. So, das ist doch mal ein schönes Thumbnail. Da können wir mal gucken, vielleicht machen wir das so ein bisschen. Muss mal schauen. So, gut, genug. So, gut, bevor ich jetzt irgendwo hin, ich muss auf alle Fälle noch mal was trinken, ich muss das Zeug noch mal loswerden und ich muss noch mal eine Kleinigkeit essen. Hier haben sie dann bald Flachs. Ich will gucken, wie viel Flachs und sowas ich habe. Nicht, dass mir das dann tatsächlich, dass ich das dann erst kaufen muss oder sowas. Das wäre tatsächlich echt ärgerlich. Wir sollten den Bogen mitnehmen. Ich nehme jetzt mal den neuen Bogen schon mit, statt dem alten. So. Brennholz ist noch genug da. Ich glaube nämlich, Flachshalm haben wir zwar, aber kein Flachs mehr. Ne? Kohlsamen haben wir jede Menge. Zwiebelsamen haben wir jede Menge. Die kleinen Körbchen können wir schon mal mitnehmen. Die lassen sich ja tatsächlich richtig gut verkaufen. Knüppel. Komm, wir tun die Knüppel auch verkaufen. Die brauchen wir nicht. So. Axt haben wir noch 2, Steinmesser haben wir noch 3. Das ist in Ordnung. Da müssen wir dann mal gucken, dass wir mit den Messern so ein bisschen schauen. Die edlen Stiefel wollten wir verkaufen und die normalen Stiefel. Rasimirs Schuhe lassen wir mal. Wobei, guck mal, da hätten wir minus 5 und plus 25. Nee, das will ich eigentlich nicht. Minus 10 und plus 20. Nee, das will ich auch nicht. Ne, hier haben wir plus 5, plus 5. Ich verstehe das noch nicht mit dem Hitzeschutz. Also, das ist mir noch nicht so ganz geläufig, wie das da. Das checke ich mal wieder nicht. So, okay, nur dass wir dann wissen, ja, dass wir auf alle Fälle gucken sollten, dass wir, wir gucken gleich in der Scheune nochmal und dann kaufen wir eben halt ein paar von den
Ja, Samen halt, ne? So. Genau. Jo. Zaun mache ich später fertig. Da will ich jetzt dann gucken. Ach so, Mensch. Was ich eigentlich die ganze Zeit mal gucken wollte, ne? Hier die Landwirte, ja gut, denen fehlen eben halt. Ich hoffe, denen fehlen die Landwirtschaft. Keine Ressourcen. Ich hoffe, das reicht. Also, ne, Tasche ist da. Sichel und Sense ist eigentlich auch da. Hacke ist noch da. Alles gut. Mohnsamen. Ach so. Ah ne, das ist der Scheunenknecht, ne? Der die Samen herstellt. Okay. Verdorbenes Haferkorn 25. Also nee, tatsächlich müssen wir gucken, dass wir ein bisschen was kaufen. Das ist gut zu wissen. Okay. Keine Tiere, das ist klar. Der Obstgarten, das ist ja meiner. Das ist der mit den dreien. Da müssen wir mal gucken. Die müsste man eigentlich wegmachen, ne? Sonst kosten die Geld. Naja, jetzt gucken wir erstmal. So. So. Was wollte ich jetzt machen? Hab ich vergessen. Diese Hand verkaufen wir. Den sollte ich... Genau. Okay, das Rundholz wollte ich da noch hin tun. Essenstechnisch, ja, kann man schon was essen. So. Ja, guck mal, ist das cool. Danke, Bobas. Danke. Danke. Voll toll. So, gut. Ich verstehe nicht, warum sie hier nicht weitermachen. Wahrscheinlich, weil sie keinen Dünger haben. Ja, alles klar. Daran liegt's. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle gucken, dass wir irgendwas noch rausschmeißen. Und Dünger. Ach, hey Jemini. Scheibenkleister. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das machen soll, ne? Weil eigentlich so richtig was haben tun wir nicht, ne? Ansonsten müssen wir jetzt tatsächlich mal gucken. Ich meine, die Karotten sind fertig, aber das heißt, dass der Dünger auch erst nächstes Mal fertig ist, ne? Scheibenkleister. Das ist ja jetzt so ein bisschen nervig. Okay. Ja, dann müssen wir tatsächlich leider nochmal ein paar Steinmesser herstellen und verkaufen. Das hilft nichts. Das ist leider... Sonst weiß ich nicht... Oh. Okay. Sonst weiß ich leider echt nicht, wie ich das bezahlen soll. Also die Steuern, klar, aber dann halt auch den ganzen Dünger, ne? Weil ich meine, das sind ja doch eine ganze Menge Felder. Also um die 400 Dünger oder was, um alles zu bewirtschaften, wäre nicht so, ne, abwägig. Oje. Oje. Na gut, wir haben ja ein paar Stöcke rumzuliegen. Das ist ja schon mal ganz gut. Kinders, das wird was. So. Eieiei. Jo. Jo, dann muss das halt so sein, ne? Überlebenspunkt, okay. Gibt es da überhaupt noch irgendwas Sinnvolles? Ein Fels in der Brandung, Wasser. Tänzer, okay, nö, eigentlich habe ich jetzt so unempfindlich. Toleranz, eiserne Leber, Giftresistenz, langsamer, das machen wir. Bisschen langsamerer Verlust von Essen und Trinken. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Gut. Naja, dann werden jetzt halt Steine gesammelt, Steinmesser hergestellt. Und dann, so, ne? Gucken wir mal, was wir so an Dünger mitnehmen können. Müssen bloß gucken, dass wir eben halt nicht zu spät kommen. Ich glaube, es macht Sinn zu sagen, wir geben jetzt lieber ein bisschen Geld aus, stellen das Zeug halt in der Nacht dann her und verkaufen es dann halt Anfang Frühling. Ich glaube, das kann man auch machen, ne? Wäre jetzt wahrscheinlich besser, wie jetzt hier ewig lang, durch die Pampa zu laufen und zu hoffen, dass man genug Zeug kriegt, weil das musst du ja trotzdem herstellen, ne? Das kostet ja trotzdem die Zeit. Ja.
Da ist auch nichts los, ne? Was ist da los? Kein Viech hier unterwegs. Also nicht, dass ich irgendwie. Also ich sehe kein Viech. Das irritiert mich halt total, ne? Ah. Sehr seltsam. Ich wollte gerade sagen, Musik ist auch keine mehr da. Boah, ich bin ja echt gespannt, ne? Was passiert, wenn am 23. September das Spiel released wird? Was mit den Spielständen dann ist, ne? Ob das eben halt mehr oder weniger wie so ein Update ist und dass es gibt halt keine Probleme. Oder ob uns, ja, der Spielstand, zerschossen wird. Da bin ich ja echt gespannt. Hoffen tue ich natürlich das Zweite, ne? Weil da ist ein Reh. Das sehe ich. Das ist gut. Dann kann ich ja jetzt mal ganz vorsichtig gucken, weil es irritiert mich wirklich. Warum sehe ich das nicht mehr? Da hinten ist ein Wolf, glaube ich, oder so. Doch jetzt, okay. Mir war ich vorhin echt einfach nicht nah genug dran. Ist das ein Wolf oder ist das ein Wildschwein? Ein Luchs, okay. Ist auch in Ordnung. Gut, so. 36 Steine. Dann müssen wir auf alle Fälle noch mal ein bisschen mehr Zeug suchen. Auf alle Fälle mehr Stöcker. Ne? So. Aber gut, sind ja genug Stöcker da. Von daher mache ich mir da jetzt keine Sorgen. So, gut, dann gehen wir jetzt mal gucken bei Dagobert. Kaufen ihm mal so ein bisschen was ab. So, beziehungsweise Mathilde, jetzt gucken wir mal hier. Das ist eine Dame, das wäre eine gute Händlerin, aber die kann nichts anderes und deswegen ist es total unpraktisch. Der kann nur Gewinnung und jagen. Ja, für die Fischerhütte. Für die Fischerhütte wäre das tatsächlich echt in Ordnung. Dann schmeißen wir den doch in die Fischerhütte, oder? Weil Anglerspeer habe ich ja gemacht. Oder gefunden. So, pass auf, du kriegst jetzt ein Haus. Jetzt müssen wir bloß gucken, welches Haus. Nee, das nicht. Das auch nicht. Das da. So, und Job. Kriegst du die Fischerhütte? Dann bist du ein Fischer. So. Jetzt müsstest du eigentlich zufrieden sein, ne? So, hi. Gut. Dann verkaufen wir ihr mal. Wie viel Geld hat sie? Ja, genug. Die Knüppel, die edlen Stiefel, die normalen Stiefel und die Weidenkörbchen. So. Sieht es bei uns halt ganz gut aus. Okidoki. So, dann schauen wir mal nach Dagobert. Ich muss halt tatsächlich einfach ein bisschen was an, ja, an Samen holen. Das hilft leider nichts. So, pass mal auf. Hier sind ja, boah, guck mal, wie viele Steine hier rumliegen. Oh, wie krass. Ich stelle jetzt mal eben ein paar Steine her. Ein paar Steine. Saubere Steine aus magischem. Ja, okay. Yes. Ich mach mal kurz einen Schluck. Genau. Da drüben, da gibt es mehr Stöcker. Hier hinter mir gibt es die Steine. Und dann, oh, Entschuldigung, würde ich, wenn wir dann die Folge so in ein paar Minuten beenden, tatsächlich die noch Stöcker sammeln und Weidekörbchen für die Nacht herstellen. Das mache ich dann aber kurz, bevor ich die nächste Aufnahme mache, damit ihr dann den Ladescreen seht. Kann ja passieren, dass eventuell vielleicht wir doch ein eigenes haben und dann würdet ihr das verpassen. Das wäre ärgerlich. Zeig mir doch mal deine Waren. So, pass mal auf. Zuallererst kriegst du hier mal deine Steinmesser. So, und jetzt gucken wir mal. Wir brauchen ja im Prinzip Dung oder Dünger. So, Dung ist natürlich so viel günstiger. Aus zweimal Dung, ne, bist du bei 5,2. 46 Stück hat er. 64 Stück hat er. Das heißt, wir kriegen 32 Dünger. Das ist natürlich nichts.
Aber egal, wir kaufen jetzt trotzdem alles. So. Und dann wollten wir ja eigentlich. Oh, der hat kein Flachs, Leinensamen, ne? Genau. Boah, 13. Aber wenn ich das nehme, kriege ich. Dient zur Herstellung von Leinsamen und Flachs aus der Tenne. Wäre ja schon fast besser, wenn wir den Flachs nehmen, ne? Boah, ist der teuer, ne? Und ich weiß gar nicht, wir brauchen massig, ne? Glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel. Warte mal, das gucke ich jetzt mal schnell. Lebwohl, warte mal, Management. Wir haben doch hier irgendwo. Ist das das? Kann das sein? Ja. 105 Flachs. Ist das Flachs? Ja. 105 Flachs. Flachs, okay. Naja, es ist zumindest mal die Hälfte, ne? Aber die Leinfäden. Wir brauchen die Leinenfäden halt, ne? Für die Angelspeere, für ich habe keine Ahnung, für was alles. Und von daher, da führt leider kein Weg dran vorbei, ne? Da müssen wir wohl oder übel so ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Auf der anderen Seite, ich meine, ja, es kommt schon irgendwann wieder so ein bisschen Geld rein, ne? Ich finde, es lässt sich im Moment immer relativ schlecht vergleichen, was man dann am besten wirklich herstellt. Zumindest noch mal gucken. Wird sich vielleicht irgendwann auch noch mal ein Stück weit ändern. Aber wenn ich mir dann so manche Rezepte angucke, was du da halt dann alles für Sachen brauchst, weiß ich nicht, da fehlt mir so ein bisschen die Relation zu, ob das dann wirklich sich lohnt, das herzustellen und zu verkaufen. Naja. So, jetzt gucken wir mal, dass wir noch mal ein paar Messer herstellen. Ich mach mal jetzt eben die 17, okay? Das ist jetzt halt, ich weiß, es ist ein bisschen viel, aber ja, naja. Oh, stimmt. Wir haben ja Dynastie. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Siehst du, Kapitel 2? Eigentlich Kapitel, also Kapitel 11? Nein, was? Hä? Verwirrt. Wir müssen eine Frau finden und einen Erben haben. Das ist irgendwie das Schlimmste an der ganzen Geschichte, weil das dauert dann halt auch einfach ewig lang, ne? Und eine Frau finden ist inzwischen gar nicht mehr so einfach, weil, ja, Flirterei ist leider anders wie früher. Also das ist so, das tatsächlich finde ich nicht ganz so passend für mich persönlich. Ne? Also ich finde das System mit dem neuen Quatschen, Flirten und sowas. Mit den Geschenken, das finde ich cool. Das ist in Ordnung. Und dass es eben halt nicht mehr ganz so einfach ist, das finde ich auch in Ordnung. Aber dass man sich halt so null unterhalten mehr kann, ne, mit den Leuten, das ist so ein bisschen schade. Das finde ich, hätten sie ruhig belassen können. Aber gut, steckt man nicht drin. Ne? Wer weiß, was für Beweggründe sie hatten, das so zu ändern. Ja, naja. Aber hey, ne, dafür, dass es jetzt eigentlich Jahr 2, 1, ist das nicht erst Jahr 1? Ich glaube, es ist sogar unser erstes Jahr. Sind wir richtig gut schon vorangekommen, ne? Also da ist schon eine ganze Menge bei. Finde ich richtig cool. Jetzt fangen wir dann irgendwann an, die Schuppen alle zu bauen und neue Leute zu finden und ja, das wird schon richtig cool. So, pass mal auf, du kriegst jetzt hier nochmal. Ich gebe dir mal erstmal nur 16. Ja, und dann muss ich jetzt leider in den sauren Apfel beißen und dann kaufe ich mir jetzt halt einfach mal alle. Das ist dann halt einfach so, ne? Und was kaufen wir noch? Ich meine, jetzt müsste man theoretisch die Leinensamen halt doch, ne? Zwei, oh, was habe ich gesagt? 100 und wie viel? 102 oder so? 40. Was kosten denn 40? 120 Münzen. Ah ja, gut. Was soll man machen, ne? So Mohn wüsste ich jetzt im Moment nicht so wirklich. Rote Beete. Wir haben jetzt Kohl, wir haben Karotten, wir haben Zwiebeln. Weizen und Roggen haben wir auch angesät. Wir haben 25 mal Hafer. Karotten. Also im Prinzip, es fehlt jetzt eigentlich nur Mohn und rote Beete, ne? Ich würde jetzt auf die rote Beete erstmal noch verzichten. Erstmal noch. Dann gucken wir mal. Gut, dann sieht es doch gar nicht so. Ach so, Dünger.
Sollen wir nochmal ein bisschen Dünger kaufen? Ich muss mal gucken, wie viel können wir denn tragen? Fast 40 Kilo. So, sind wir mega krass voll fett, fast pleite. Aber, ja. Warte mal, wie viel habe ich denn? Habe ich noch Stöcker übrig? Stöcker habe ich noch 50. Das heißt, wir könnten jetzt noch 10 Steine sammeln. Dann kriegen wir nochmal 5 Messer. So. Ja. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Das waren jetzt natürlich 11. Das ist nicht schlimm. Jetzt machen wir die 5 Messer mal noch eben. Nee, das ist ja Quatsch. 20. Du brauchst ja bloß 5 Stöcker pro Messer. Das habe ich jetzt so ein bisschen durcheinander gebracht. Dann können wir nochmal ein paar Steine nehmen. Oder wir heben uns die Stöcker auf. Für die Weidekörbchen, ne? Das könnte man natürlich auch machen. Ja, die bringt schon eine Menge ein, ne? Die Weidekörbchen, haben wir festgestellt. So, jetzt machen wir das mal. Jetzt machen wir das. So, pass mal auf. Hier kriegst du die 6 Messer noch dazu. Gut. Jetzt haben wir noch 20 Stöcke, das ist in Ordnung. Ja, also es reicht für die Steuern reicht es noch. Wir bringen jetzt mal das Zeug zurück. Wie spät ist denn das? 14.10 Uhr. Wir schaffen es theoretisch schon nach Olnica oder nach Tutki. Ich lade das Zeug jetzt mal ab. Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir mal rüber und auf dem Weg dann. Hier liegen so viele Steine, ne? Ja, eigentlich brauchen wir keine Steine mehr. Ich weiß, ne? Durch die Mine ist das alles schon okay. So. Da liegen ja auch noch die ganzen Rundhölzer, ne? So, das ist die Scheune, das ist ja schon mal nicht schlecht. So. Das machen wir hier mal. Wir müssen das mal eben dreschen. Das geht aber relativ fix, ne? Das braucht nicht mal eine, doch eine Sekunde braucht es, aber das ist so. Zack, 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 zack. Also jetzt kriegen wir Flachs und Leinsamen raus. Nee, Quatsch. Wir kriegen Flachshalm und Leinsamen. Das ist ziemlich cool. Weil dann können wir nämlich die Leinenfäden schon mal herstellen. Für vielleicht auch dann einfach die nächsten Angelspeere, dass dann eben halt der Fisch auch nicht ausgeht, ne? Ist auch ganz cool. Jo. Voll gut. So. Oh Gott, 28 Minuten. Scheibenkleister, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Ja. Ja, dann wird die nächste Folge halt so sein, dass wir eben halt zusammen nochmal rübergehen. Und ich dann das mit dem Weideköpfchen herstellen, rausschneide und wir uns dann im Frühling wiedersehen. So ist dann jetzt der Plan. So, das schmeißen wir jetzt noch schnell in die Scheunentruhe rein. Und dann, ja, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wie immer, dass ihr mit dabei seid. Tja, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und dann bis zum nächsten Mal. Ich stelle das nochmal schnell noch her und dann, ne? Also, ciao, ciao!